Kapitän. Ich habe euch geliebt. Und ihr habt mich belogen und betrogen. Was willst du von mir, Ray? Gerechtigkeit. Oh mein Gott! Ich habe verzweifelt versucht, meine auf Abwege geratenen Brüder wieder zurück in die Obhut des Herrn zu führen. Und versagt. Jetzt sind sie Todfeinde. Warum? Wofür? Eine Frau? Gold? Meine Worte tragen keine Früchte mehr. Aber vielleicht kann ich ihnen beweisen, dass es mehr gibt als Stolz, Gier und Lust. Es war Ende August 1864. Der mordgierige Yankee-General William Tecumseh Sherman marschierte durch Georgia und brannte nieder, was ihm in den Weg kam. Es waren schlimme Tage für meine Brüder und mich. Mein Vater war bei Antietam gefallen. Meine Mutter und ich versuchten uns irgendwie allein um die Überbleibsel unserer Farm zu kümmern, nachdem ich das Priesterseminar 2 Jahre zuvor für meine Familie verlassen hatte. Und jetzt drohten wir alles, was uns kostbar war, in den Flammen des Krieges zu verlieren. Unsere letzte Hoffnung waren die Truppen der Konföderation, die den Chattahoochee River verteidigten. Unter ihnen meine Brüder, Thomas und Ray. Hier informieren. Die Feinde könnten den Fluss überquert haben. Mein Bruder war dort. In diesem Krieg geht es nicht um Ihren Bruder, McCall. Erledigen Sie die Yankees, sichern Sie die Gegend und erstatten Sie Bericht. Okay.
begeben Sie sich zum Hauptquartier und melden Sie, dass wir die Flanke halten und einen Gegenangriff auf die Brücke starten. Verdammt! Deckung! Auf der linken Flanke durch. Wir müssen sofort angreifen. Für wen halten Sie sich, McCall? Vergessen, wie man salutiert? O'Donnell? Sir, bitte um Erlaubnis, den Gegenangriff führen zu dürfen. Abgelegt. Ihre Kanonen sind zu gefährlich. Ich nehme den Weg durch den Wald. Ich weiß, Ihr Bruder verteidigt den Fluss, McCall. Aber machen Sie kein dummes Zeug. Wir ziehen uns zurück, aus taktischen Gründen. Verstanden? Kehren Sie zu Ihrer Einheit zurück. Lassen Sie ihn, Captain. Sir. Wenn Sie die Gräben erreichen, McCall, feuere ich mit allem, was ich habe. Sir. Jawohl, Sir. Corporal Scott begleitet Sie. Sir. Holen Sie die Männer, Corporal. Folgt mir! Wir nähern uns den Gräben, Sir. Wir müssen angreifen. Sind Sie verrückt? Wie sollen wir es an Ihrer Verteidigung vorbeischaffen? Sie werden uns in Stücke schießen. Wenn wir nicht direkt durch Sie hindurch können, schaffen wir es vielleicht hintenrum. Ich lasse meine Männer nicht einfach so ins offene Messer laufen. Smith, zeigen Sie mir klar das Ende der Schützenlinie. Wenn er gerne sterben will, kann er das haben. Hier entlang, Sir! Zwei McCalls weniger auf dieser Welt, damit hätte ich kein Problem. Das war's, Sir. Mehr haben wir nicht. Okay, wartet mit dem Angriff, bis die Gelegenheit günstig ist. Thank you.
will er, dass wir diese verdammten Gräben zurückerobern, Sir. Sehr richtig. Vorwärts, Männer! An der Zeit, diese Blaurücke mit den Spitzen unserer Bajonette bekannt zu machen. Finde es selbst raus, Yankee-Sau. Thomas! Thomas! Du kommst spät. Was? Ich habe Sprengladungen an der Brücke angebracht, aber ich kann sie nicht zünden. Die Hunde kontrollieren unsere Geschütze. Den Hauptangriff überstehen wir nicht. Barnsby schickt mehr Männer. Zu spät. Da kommen sie schon. Ray, schnapp dir die andere Gatling. Yeah.
Du hast es geschafft! Du hast diese verfluchte Brücke gesprengt! Die verdammte Verstärkung. Ist das O'Donnell? Der Dreckskerl kommt ganz allein. Das scheint Barnsby hat keine Verstärkung geschickt. Sergeant? Es gibt neue Befehle von Colonel Barnsby. Rückzug auf ganzer Front. Aber wir halten hier die Stellung. Warum also jetzt zurückziehen? Wir müssen die Nachschublinien in Jonesboro verstärken. Wenn sie den Nachschub abschneiden, ist Atlanta verloren. Das ist 50 Meilen entfernt. Entweder sie spuren, Sergeant, oder sie tragen die Konsequenzen. Sachte, O'Donnell. Unsere Farm ist in Gefahr. Und ich werde verdammt nochmal nicht zulassen, dass Shermans Armee sie niederbrennt. Sie haben Befehle. Sollten Sie diese ignorieren, wird man Sie als Deserteur verurteilen. Sie drohen mir. Keine Drohung, McCall. Ein Versprechen. Sagen Sie Barnsby, dass wir Urlaub nehmen, um die Farm unserer Familie zu verteidigen. Und die Stellung gehalten haben. Also verpissen Sie sich lieber, bevor ich Ihre Waffe nehme und sie Ihnen hinten reinschiebe. Dafür wird Barnsby uns an die Wand stellen. Nur wenn er uns in die Hände kriegt, Bruder. Nur dann. Thank you.